Herzlich willkommen zur ersten Runde von Lies of P, einem Bloodborne-like Spiel, was sich wohl rund um das Pinocchio-Genre, könnte man so sagen, Pinocchio-Märchen irgendwie aufbaut oder sich orientiert. Und die Einstellung hätten wir vielleicht direkt vorher schon mal prüfen können. Dann war ich wieder sehr fleißig dabei in der Vorbereitung. Fokus auf Performance, das ist gut. Okay. Passt. Dann legen wir mal los. Und die Musik ist ein bisschen laut. Ich hoffe, das ist am Ende alles okay. Ich mag es nicht, wenn Spiele unterschiedlich laut sind. Das macht in OBS die Einstellungen zu treffen, ist echt schwierig. In honor of the great writer. Can you hear me? Carlo? Geppetto's puppet. We need your help. Was? Sind wir wirklich eine Puppe? Der sah immer so menschlich aus. Ich dachte, der hätte nur einen Roboterarm. Okay. Ich habe vom Spiel nur einen Trailer mal gesehen gehabt. Damals auf der... War das Gamescom, wo der erste Trailer rausgehauen wurde? Okay, sehr schön. Wir können Bücher umwerfen. Sind wir doch happy. Ah, mit interagieren. Aber womit? Wahrscheinlich die Tür dann, oder was? Oder die Lampe? Die Lampe. I see they got Jiminy too. But we have to hurry. My name is Sophia. Please come to Hotel Krott and I'll explain what's happening. Jiminy, please escort him to the hotel. Monats Lampe. Hoch für oberer Gürtel, runter für unterer Gürtel. X-Gürtel-Items benutzen. Ist es richtig übersetzt? Rüste Items und Gesten am Gürtel aus, um sie zu verwenden. Für Zusatz. A für Zusatztasche gedrückt halten. A plus hoch, runter, links, Gegenstand benutzen. Rüste Gegenstände und Gesten in der Zusatztasche aus, um sie zu verwenden. Ach, guck mal da. Das ist ein Umschaltmenü links. Links seht ihr, dass da ja, der rote Punkt hoch runter geht. Okay. Wollte mich schon gerade sagen. Hat sich nämlich so angehört, als ob ich durch ein Menü scrollen würde, hoch oder runter. Tatsache ist, das sind nur zwei Dinger. So, wenn wir jetzt A gedrückt halten. Okay, haben wir auch wieder was. Ah, schön, dass sie ein Souls-like-Menü gemacht haben. Was ist das? Letzte Zuflucht. Sofortiger Charaktertod bei Gebrauch. Ein spezielles Gerät, das die gesamte Energie der P-Organe auf einmal freisetzt, wird bei Gebrauch zerstört. Der alte Mann befürchtete, dass sein Sohn nicht richtig aufwachen und in einen Rausch geraten könnte. Dieses Initialisierungsgerät wurde als notwendiges Übel für heikle Neueinstellungen geschaffen. Okay, Monatslampe erhöht bei Gebrauch Helligkeit. Das kann ich in den Spieleinstellungen auch so. Okay. Wir haben hier einen Schleifer. Repariert Waffenhaltbarkeit. Die Waffenhaltbarkeit sinkt jedes Mal, wenn du Feinde mit einer Waffe angreifst. Benutze einen Schleifer, um deine Waffen zu reparieren.
Wenn die Haltbarkeit auf 0 sinkt, verringert sich der Angriff und die Waffe kann nicht mehr mit dem Schleifer repariert werden. Daher ist es ratsam, die Haltbarkeit im Auge zu behalten. Im Kampf ist der Schleifer die Rettung. Die Schärfe der Klinge kann über Leben oder Tod entscheiden. Okay, wenn eine Waffe Haltbarkeit auf 0 ist, kann ich den Schleifer nicht mehr reparieren. Okay, aber es... Der ist unendlich nutzbar, oder was? Das hier stellt Leben wieder her. Okay, wenn ich Gegner angreife, füllt sich das Ding hier und ich kann das benutzen, um mich zu heilen. Wenn ich das richtig jetzt verstanden habe. Okay. Ach, guck mal an. Ich muss, wenn ich unten bin, muss ich nur noch mal runterdrücken. Dann tausche ich Schleifer und Lampe. Tada, wir haben Licht. Meine Güte, sind wir gut. Schon fast durchgespielt. Kann er nicht schneller gehen? Okay, X habe ich gerade gedrückt. Da wollte er irgendwas machen. Ach, Simon, wir dürfen schon schlagen, aber wir dürfen noch nicht rennen oder laufen. Schlag. Okay, bis jetzt haben wir nur den Schlag als Taste. Meine Frage ist, die hat gerade gesagt, es hat auch hier unsere Grille Jiminy erwischt. Und wahrscheinlich Geppetto. Aber uns haben sie da hinten einfach in Ruhe sitzen lassen. So, Untersuchung. Okay, danke, das ist ja jetzt wieder bombastisch. Ich muss mich jetzt aus einem von drei entscheiden, ohne Probe spielen zu können. Geschicklichkeit, Ausgewogenheit, Stärke. Ja, keine Ahnung. Stärke. Nehmen wir einfach mal Stärke. Warte mal. Anzeige umschalten. Okay. Achso, ist quasi meine Klasse, oder was? Wo die Skillpunkte verteilt sind. Und ich darf jetzt auch nicht angucken, was welcher Wert macht. Bei der Fortschritt zum Beispiel ist ganz am Anfang auf 7. Bei den anderen beiden nur auf 6. Aber wenn das bedeuten würde, dass ich zum Beispiel mehr XP kriege, wäre sowas ja vorteilhaft. Schwierig. Komm, wir machen einfach die goldene Mitte, ausgewogen. Oh, wie ich das hasse, das Geräusch. Das hat sich ja furchtbar angehört. Okay. Ich hoffe, das ist nicht wieder so ein Spiel wie bei Steel Rising, wo man nur gegen Roboter am Ende kämpft. Kamera fixieren. Während der Fixierung ändern, okay? Ja, geht ja gut los. Schon mal ein Roboter. Aber pass mal auf, die Balken, die schlagen so laut aus in OBS. Ich gehe mal gerade runter. Mach's mal ein bisschen leiser, das Spiel. So. Fabel Katalysator, okay.
Ja. Ein Katalysator, der die Fähigkeit von Puppen ergänzt, lädt Fabel schnell auf. Der Katalysator macht die Puppen effizienter, indem er die Ergo-Energie in ihren Körpern zirkulieren ließ. Die bahnbrechende Erfindung basierte auf der Idee eines Alchemisten. Ich habe absolut keine Ahnung, was das jetzt macht. Fabelladung. Was ist eine Fabelladung? Okay, ich weiß nicht, ob ihr ein Wort verstanden habt, aber wäre der Untertitel nicht da gewesen, hätte ich kein Wort von dem mitbekommen, was da gesagt wurde. Aber es ist schön flüssig, das Spiel. Pulszelle. Verwende eine Pulszelle, um Lebenspunkte wiederzuerlangen. 3 Stück haben wir jetzt. Oh, das ist aber ein böses Ausweichen. Natürlich. Ich drücke natürlich die X-Taste. Ach, schön, dass wir Ragdoll drin haben. Dürfen wir nachträglich noch? Nee. Gibt es Springen? Nee, nur Ausweichen. Das ist schade. Von Elden Ring jetzt gewohnt, dass man springen kann. Wäre natürlich jetzt gerne über die Reling gerade gesprungen. Kommt der erst garantiert auch noch lebendig? Ja, ich kann ihn anvisieren. Interessant ist auch, sag mal, gibt es keinen schweren Angriff? Spezialangriff, Sturmangriff, normaler Angriff. Legionswaffe benutzen, okay. Gut, Spezialangriff habe ich wahrscheinlich noch nicht. Deswegen macht er einfach normalen Angriff die ganze Zeit. Och nö. Lass mich doch Sachen kaputt machen. Nochmal bei den Einstellungen, ob wir hier den Ton von den Stimmen. Ach, guck mal hier. Alles auf 7. Stimmlautstärke. Die machen wir mal hoch. Okay. Blocken. Mehrere gegnerische Angriffe durch Blocken ab. Ein erfolgreiches Blocken reduziert den erlittenen Schaden, kostet aber Ausdauer. Reduzierte Schaden wird in Blockregeneration übertragen. Blockregeneration sammelt sich an, nimmt aber mit der Zeit allmählich ab. Während Blockregeneration aktiv ist, kannst du Gegner angreifen, um Lebenspunkte wiederzuerlangen. Blockregeneration ist wahrscheinlich der rote Balken, ne? Dieser halbdurchsichtige beim Leben. Wenn ein Block gelingt, kurz bevor du getroffen wirst, löst sich ein perfekter Block aus. Wenn ein perfekter Block erfolgreich ist, erhältst du keinen Schaden. Nur Ausdauer wird verbraucht. Du kannst den perfekten Block verwenden, um die Waffe eines Feindes zu zerstören oder ihn in den Überwältigbar-Status zu versetzen. Ich kann mir vorstellen, dass das Spiel mit DeepL übersetzt wurde.
Ja, den Opa da oben, den hat man gar nicht gesehen, ne? Ah, gegen's Geländer. Und ich auch. Ja, jetzt würde ich hier zu gerne runterspringen. Ich darf aber ja nicht. Da könnte man laufen. Okay. Termit. Ich gucke mir so ein bisschen die Gemälde und die Wanddekoration an, sprich Poster. Manchmal, ja, hoffe ich, dass wir irgendwie so Bioshock Vibes kriegen. Die haben das immer ganz schön gemacht. Aha. Immerhin etwas, das kaputt geht. Wieder ums Eck noch. Nee, keiner ums Eck. Tödlicher Angriff von hinten. Na, okay. Ja, das ist ein bisschen übertrieben. Okay, wo haut der drauf? Da ist doch schon gar nichts mehr. Oder ist das nur noch nicht eingeblendet? Wir sollten eigentlich mal Glocken trainieren. Und wo sehe ich die Haltbarkeit meiner Waffe? Ist es der weiße Balken da rechts? Wollen wir das mal ausprobieren, indem wir jetzt einfach mal hier einen Schleifer verwenden? Also rechts haben wir diesen weißen Balken. Ah, jetzt. Ach, guck an. Tatsache, das ist er. Notiz eines Passagiers. Wenn jemand diese Notiz findet, verlassen Sie den Bahnhof und laufen Sie weg. Halte dich auf jeden Fall vom Warteraum fern. Ich sah, wie dort eine riesige Puppe Menschen zu Tode schlug. Das hat jetzt nicht auf eine Seite hier gepasst, okay. Ich habe die Tür verriegelt, aber ich weiß nicht, ob das helfen wird. Zumindest sollte es die Leute davon abhalten, willkürlich einzutreten. Ich werde bald sterben, deshalb will ich euch helfen, auch wenn es nicht viel ist. Bitte überlebt alle. B plus ist Sprint. Bei Sprint L drücken für Springen. Okay, super. Doch einen perfekten Block mal. Okay, aber es macht keinen Konter. Es blockt wirklich nur perfekt. Oder? Machen wir nochmal. Ja. Wir können jetzt auch mal testen, wie viel unsere Flasche heilt. Also auch nicht mal die Hälfte. So 40% tut sie heilen. Drübes Ergo-Fragment. Okay. Rennen. Ne, warte mal. Wie war Rennen? So und dann. Okay. Bringt aber nichts. Ist einfach zu hoch für ihn. Überall im Grat gibt es Türen.
Türen und Leitern, die durch Vorrichtung verschlossen sind. Du kannst diese Türen aufschließen oder die Leitern hinuntergehen, um Abkürzungen zu schaffen. Fabelkatalysator. Mal wieder einer. Okay, so. Dann müssen wir uns jetzt den Schlüssel besorgen. Sowas wie ein Checkpunkt, wie ein Bonfire haben wir auch noch nicht gefunden. In Bloodborne waren das ja die Lampen. Natürlich hört er uns. Das war es auch schon mit dem Anschleichen. Ja, lol. L, B und Y. Ey, das gibt's doch nicht. Jawohl. Da sind wir es erstmal gestorben. Obwohl die Steuerung sich ähnlich ist, muss ich mich irgendwie erst dran gewöhnen. Ach, sag bloß, hier ist der letzte Speicherpunkt. Ja, da machen sie aber richtig Demon Souls. Da muss ja ein ordentliches Stück zum Boss. Aber die Gegenstände haben wir behalten, oder? Ja, haben wir behalten, okay. Termitbombe, okay. Du sagst Feuerschaden. So, rüsten wir nochmal aus. Und die das Sägezahnrad. Okay, kann geworfen werden. Also ist quasi der Stein, wenn ich das so richtig verstehe. Das Ergo. Achso, das ist unsere Ressource. Okay. Kriegen wir 100 mehr. Ich gehe mal stark von aus, wir können auch erst wieder an so einem Bonfire dann uns aufleveln. So, hier waren aber mehrere. What? Es haben immer drei Schläge gelangt. So ein Lacker aber auch, dass es diesmal dann einfach... Ja. Dass er überlebt hat. So. Okay, da können wir uns nicht anschleichen. Ups. Hä? Ich hatte doch extra die Feuerbombe ausgerüstet. Natürlich schlägt er einfach weiter. Ich habe ihn perfekt geblockt. RT für Sturmangriff halten. Während du angreifst, erscheint ein weißer Umriss um den Lebenspunktebalken des Feindes. Wenn dies geschieht, kannst du beim Feind einen Sturmangriff oder mit Fabelkünsten überwältigt verursachen, okay? Ja, danke. Mitten im Angriff von dir. Tödlicher Angriff vor einem überwältigen Feind. Plus RB, okay. Ja, das war jetzt aber auch irgendwie nicht so tödlich.
Jetzt ist es einfach weggegangen. Was auch immer mit Y stand. Sägezahnrad. Haben wir jetzt von dem auch die Schlüssel bekommen? So, ich war doch hier zum Ausrüstungsmenü verschieben und... Ach, da ist gar nichts mit verschieben. Der geht nur in das Menü und ich muss hier nochmal auswählen. Was für eine Krütze ist denn das? Kostüm, okay. Nee, Amulett war es nicht. Verteidigungsteile, war das, was wir bekommen haben? Ja, guck mal hier, hier ist was. Gewicht geht hoch, dafür kriegen wir mehr Schadensreduzierung. Aber was heißt denn das? Gut, wir kriegen mehr Verteidigung. Ich schätze mal um 4,25 mehr. Machen wir einfach mal. Gut, ein anderes Teil haben wir sowieso nicht. Mir macht das mit dem Gewicht so ein bisschen gerade Gedanken, weil der ist ja jetzt so oder so mit dem Ausweichen nicht so bombastisch gewesen. Was ist mit der Tür? Ich dachte eigentlich, aus der kommen wir wieder raus. Hatte echt gehofft, wir haben hier dann so einen Kreislauf. Oh, das ist ein schöner Bloodborne-Moment. Das hatte schon Atmosphäre. Wobei, das Haus im Hintergrund, das hätte nicht sein müssen. Hätte irgendwie ein Gang noch sein müssen. Einfach eine Straße, die weitergeht. Ah, sieh mal da. Unser Bonfire. Benutze einen Stargazer, um Lebenspunkte und Ausdauer vollständig wiederherzustellen und deine Pulszellen aufzuladen. An dieser Stelle wirst du nach dem Tod wiederbelebt. Denk daran, dass damit auch Feinde wiederbelebt werden, nicht nur dein Charakter. This is called a stargazer. As we are, gather ergo, clever one. But the stargazer's strength doesn't last forever. So be careful with it. Hurry up and come to Hotel Krat. Wie bitte? Der Stargazer hält nicht ewig? Ist das jetzt einfach nur Story-Geblabber? Oder sind die wirklich nur limitiert benutzbar? Was geht hier hoch? Verteidigung physisch rechts, Lebenspunkte, Blockregeneration, aber nichts mit Stärke. Ausdauer geht bei Stärke hoch, okay. Max Ladung. Oh, da geht auch die Verteidigung hoch. Legion und Gewicht. Hier, guck mal, bei Entschlossenheit geht die Stärke unserer Waffe hoch. Bei Technik auch. Bei Fortschritt. Bin ich komplett überfragt. Die ganze Tabelle oder rechts, die hat drei Slots. Hier geht der rechte Part hoch. Hier geht der linke Part hoch. Und bei keinem geht der mittlere Part von den Verteidigungswerten hoch. Ja. Ah, klasse. Wieder ein Spiel, wo ich mir ein YouTube-Video angucken muss, damit ich verstehe, wie es funktioniert. Okay. Worin investieren wir? Ich weiß auch nicht. Guck mal. Technik und Entschlossenheit. Beides tut meine Stärke verbessern.
hier um 2 Punkte. Und hier sogar um... Also insgesamt... Nee, warte mal. 2 und 3. 2 und 3. Physisch auch komplett gleich. Da es für den Anfang egal ist, machen wir es doch mal so. Leben und jeweils ein Punkt auf beides macht uns so oder so stärker. Vielleicht gibt es ja verschiedene Waffen. Wobei ich irgendwie glaube, dass es hier nicht so viele Waffen geben wird. Ich glaube irgendwie, wir werden unser Schwert haben und das ist es, oder? Ja, aber obwohl, nee, guck mal, wir können hier sogar eine Zweitwaffe ausrüsten. Okay. Vielleicht also doch. Das, ach so, deswegen. Skaliert mit Entschlossenheit und Technik. Okay. Ach, falsche Taste. Okay, toter Gaul. Wir haben einen ersten Gegner. Und auch eine Roboterhöhle. Oh weh, oh weh. Ich hoffe wirklich, da kommen noch Menschen und Monster und sonstiges. Weiß nicht, steht ihr auf Robotergeschichten? Ich finde, da fehlt irgendwas. Ich finde, wenn du Robotergegner einfach kaputt machst, ist das irgendwie nicht dasselbe, wie wenn du sozusagen gegen Menschen kämpfst. Ich finde irgendwie, hinter dem Tod von, ich sag mal, imaginären Menschen steckt mehr Bedeutung als hinter den Robotern. Ich weiß nicht wieso. Ist einfach so. Die Grad Times Ausgabe 183. Die große Ausstellung von Grad ist verschoben worden. Diese Entscheidung wurde getroffen, um die Bürger der Stadt zu schützen, bis der Puppenwahn, der die Stadt kürzlich lahmgelegt hat, unter Kontrolle ist. Der Vorfall ereignete sich in der Rosa-Isabel-Straße und forderte Hunderte von Opfern. Während die Ursache noch unbekannt ist, steigen sowohl die Zahl der Verletzten als auch das Ausmaß der Schäden. Da sich die Krise noch hinzieht, kündigten die Werkstatt und die Firma Venichny, Graz größte Puppenfabrik an, dass sie den Bürgern Hilfsgüter zur Verfügung stellen und alles tun würden, um die Situation zu entschärfen. Eine Einsatzgruppe untersucht die Möglichkeit eines fatalen Verlusts des Großen Bundes, also des Kontrollprotokolls für die Puppen der Werkstätten. Allerdings gibt es momentan noch keine schnelle Lösung und der Puppenwahn fordert weitere Opfer. Den Bürgern wurde empfohlen, zu ihrer Sicherheit in den Häusern zu bleiben, da sich die Stadt auf ein Wiederausbrechen der Versteinerungskrankheit vorbereitet. Trotzdem versuchen viele Bürgerinnen und Bürger, über den Hauptbahnhof von Grad zu fliehen, das wiederum das allgemeine Chaos noch verstärkt. Naja. Okay. Dass die Puppen außer Kontrolle sind, das haben wir auch schon mitbekommen. Ist halt noch so ein bisschen Backstory, ne? Okay. Es laufen verdammt viele Gegner hier rum, hä?
Okay, wieder ein Ergo-Fragment. Also die könnten wir theoretisch dann das nächste Mal benutzen, um ein paar Level-Ups zu machen. Allerdings hebe ich mir die auch immer ganz gerne auf. Also das sind quasi, wie würdest du das nennen? Blutpakete haben, hat man es, glaube ich, ganz gerne für Bloodborne genannt. Damit du einfach ein paar Seelen kriegst. Okay, jetzt bin ich da schon runtergefallen. Jetzt weiß ich aber nicht, ob da noch was war. Wollte schon sagen, da hat sich doch gerade was bewegt. Okay, die Statue hat einen Mantel an. Haben wir den übersehen gerade? Sägezahnrad. Ja, du kannst für einen Angriff aus großer Entfernung Wurfobjekte verwenden. Alles klar, ist in Ordnung. Aber willst du, dass wir auf was Spezielles jetzt werfen? Wäre eigentlich eine ganz coole Idee, wenn die zum Beispiel Leitern hier hätten, die du mit so einem Zahnrad runterwerfen könntest, um sozusagen optionale Gebiete zu treffen, also zu finden. Ach so, hier sind wir lang, okay. Die gehen aber kaputt. Ja, gehen sie. Aber wie immer, nirgends was drin. Oh, warte mal. Natürlich. Nee, okay. Bei Demon Souls hattest du eine Chance drauf, dass Kräuter in den Kisten sind. Eine sehr geringe Chance, aber du hattest sie. Ich glaube, in Dark Souls hast du nichts mehr gefunden in den Kisten, ne? Da waren sie dann alle nur noch Deko, sozusagen. Aber da wir hier noch nicht wissen, was Stand der Dinge in dem Spiel ist, müssen wir es halt ausprobieren. Oh. Okay, da darf ich nicht ran. Einige Feinde werden rot und setzen einen starken Angriff ein, der Wutangriff genannt wird. Du kannst Wutangriffen nicht ausweichen oder dich durch Blocken von ihnen schützen, aber ein perfekter Block kann sie kontern. Wir essen mal was. Ich muss echt das hier machen, damit es zu Ende geht. Oder hätte ich noch einen Schlag jetzt irgendwie machen müssen? Geh mal hier ran. Ich glaube, hier können wir dann rechts gehen.
Ja, kommen wir zu diesem Gegenstand hinter dem Gitter. Der hat gar keinen Kopf mehr. Wie sieht er mich? So. Pulszellen entladen. Stimmt. Da hieß irgendwas mit Aufladen. Wahrscheinlich kriegen wir aber immer nur eine wieder und nicht alle drei, ne? Venetianis dringliches Reparatur. Die Reparatur, das wäre auch jetzt mal was. So, Waffe repariert. Ist das eigentlich jetzt hier der offizielle Weg? Das wird immer größer hier, das Gebiet. Ich habe mich nicht getraut, da hinten weiter zu gehen, weil ich dachte, das wäre eigentlich der Weg. Fallangriff wäre auch möglich. Aha. Bräuchte man jetzt noch einen Gegner? Den habe ich zum Beispiel in Elden Ring vermisst, dass es keinen Fallangriff mehr gab. Tatsache. Ach, es ist da, dass wir hier den Blick mal drauf bekommen. Okay. Okidoki. Okay, Hunde können wir nicht mit so einem Finisher finishen. Ist auch interessant. Ach, der Shortcut. Das ist doch nochmal ein Speicherpunkt hier, oder? Aber wir müssen wahrscheinlich die Gegner... Ach, das... Doch, das ist... ein Boxapparat. So. Hello there! Welcome to Krat, visitor. I didn't think there were any stalkers left to fight the puppets. You didn't hear? Figures. The whole organization fell apart. All that's left are wannabes and amateurs who think they can fight on their own. You ought to buy something while you're at the festival. You can't rely on yourself alone. Out here alone? You can. So, ist also ein Händler. Wir können eine Wurfzelle kaufen.
ist eine Batterie mit großer Leistung, die geworfen werden kann. Versuch verursacht Elektroblitzschaden. Aber das alles ist sehr teuer. Also ich glaube, das ist ja dann weg, ne? Das werfen wir und dann ist futsch. Das ist mir zu teuer am Anfang. Okay, hier haben wir Waffe. Okay. Da haben wir quasi die... Wie hießen die denn? Blitzpapier hieß es, glaube ich. In Dark Souls. Säbelklinge einer Puppe. Okay, hier haben wir die anderen Waffen wahrscheinlich einfach. Okay. Okay, die heilt sich wieder. Ich hatte gedacht, vielleicht kriegt man was, wenn man die besiegt. Alles klar, dann leveln wir mal auf. Ausdauer. Oh, es gibt gar nicht wenig Ausdauer. Nicht genug. Nicht mehr genug. Wir kriegen jetzt ein Level gerade mal hin. Wir brauchen 112. Wie viel? So, hier zwei Stück. Gewicht, so. Von 64 auf 67. Aber da ein Bosskampf kommt, machen wir lieber Entschlossenheit, so. Mehr Damage ist da einfach besser. Wir stellen die Paradepuppe vor. Hier erscheint eine fantastische Puppe, die Paraden bereichert wird. Der Parademeister, ein einzigartiges Paradenpuppenmodell aus der Werkstatt zur Feier der großen Ausstellung. Hallo, ich bin der Parademeister. Ich singe und marschiere gern mit dem Volk. Der Parademeister bietet folgende Funktionen: 16 fröhliche Lieder, fröhliches Lachen und 54 Paradesprüche, Paradetänze, um Kinder zu erfreuen, die Kraft der 6 Männer auf den Schultern zu tragen. Dieser Parademeister wurde anlässlich der großen Ausstellung angefertigt. Überzeuge dich am Vorabend der bevorstehenden Ausstellung von seinem Charme. Ja, dann lass uns mal überzeugt werden. Bombastisch. Hier kann er die Tür einhauen, aber bei jeder anderen Tür sagt er Elektroschock. Mehr.
diesen Schlag, den krieg ich irgendwie nicht vom Timing her. Ja, null. Was ist denn das mit dem Überwältigen, was da nicht gerade geht? Das ist doch Krütze. Aber gut, so ist es bei Souls-Spielen, ne? Aber was war das mit dem Dings? Oh, Nebelwand. Mit dem Preschen, der ist doch dann. War das, weil der automatisch in die nächste Phase gegangen ist? Jo, geht gut los. Und schau aus, dass sie in die Feuerbombe geworfen. Okay, das wird irgendwie nicht so gerade. Das gibt's nicht. Ach, okay. Das komische Stun-Dings, das habe ich noch nicht raus. Irgendwas mache ich da falsch. Aber gut, wir sind schon mal besser vorangekommen als das letzte Mal und diesmal wird es hoffentlich auch besser werden. Geklappt.
Ja, lol, ich konnte nicht mal mehr ausweichen. Okay, shit. Aber das macht gut Damage. Also, wenn wir das jetzt nochmal hinkriegen, wir hatten es zweimal im vorletzten Kampf geschafft gehabt, das zu erzeugen. Dann haben wir ihn gleich. Klappt auch nicht immer, ne? Ich muss sagen, die Souls-Spiele haben einfach noch das beste, ich sag mal, Block-System. Beziehungsweise die Erkennbarkeit der Angriffe, wann du blocken musst, ist bei den Souls-Spielen immer noch am besten. Was für eine Kombi. So, jetzt haben wir ihn. Sogar mit dem Finisher. Eines Parademeisters kriegen, müssen wir das aufheben, dass wir später auch irgendeine Waffe upgraden können. Kommt die jetzt direkt noch mal an Dings? Sieht nicht so aus, als ob hier ein Stargazer direkt noch mal kommt. Es war ja praktisch einer vor der Tür. Und ich darf die nicht kaputt hauen. Cannot enter.
Okay, ich wollte schon gerade sagen, ist er jetzt doch böse? Hotel Krat, der größte... Der größte Luxus, den Sie je erleben werden. Gönnen Sie sich... Gönnen Sie sich den Genuss eines unvergesslichen Tages. One more thing I should mention. The hotel security excludes puppets like you. So you'll have to lie to get inside. You're a special puppet after all. Okay, ich muss lügen. Vielleicht gehen wir nochmal zu einer der Leichen zurück und ziehen denen die Haut ab. Und verkleiden uns als Mensch. Ich werde jetzt erstmal schön umgeguckt. Da hinten leuchtet es schon wieder. Also genau die richtige Entscheidung. Die sehen so ein bisschen aus wie Crash-Test-Dummies. Aber ein heftiger Crash. Ich weiß nicht, das lässt mich irgendwie voll kalt. Das sind einfach nur Roboter, die hier halt kaputt rumliegen. Da kommt halt null Mitgefühl auf, deswegen... Ich weiß nicht, ist nicht mein Ding. Versteckter Mondstein. Das war... Was war das? Das war hier so ein Dings hier, ne? Nee? Okay. Verbessert normale Waffenklinge um bis zu plus 3. Okay. Zerstören, natürlich. Gesagt, ich soll lügen. Soll ich vielleicht doch trotzdem die Wahrheit sagen? Ich bin ein guter Junge. Puppets are a constant source of trouble. The hotel forbids all outside puppets. Da wird die Ehrlichkeit nicht belohnt. Warum machen die mir hier so eine Panik, wenn ich... Okay. Was für ein tolles Hotel. Wenn ein Gast so die Tür aufmachen muss, da fühlt man sich doch gleich zu Hause und gewertschätzt. Wie wird wohl der Kundenservice erst im Hotel sein? Was so von so einem 80er-Jahre-Horrorstreifen. Und das wiederum ein von den 90ern bzw. frühen 2000ern Kinostreifen. So ein Intro, wo schön die Namen drin sind, nonstop die Bilder wechseln. Ach, jetzt kriegen wir so ein bisschen die Geschichte erzählt. Aber stimmt, das Spiel heißt ja die Lügen des Pi. Macht Sinn, dass wir dann doch lügen dürfen.
Das ist gut gemacht, also es hat für mich jetzt wirklich Bioshock-Vibes. Vielleicht sind wir ja gar keine Puppe. Vielleicht sind wir in Wirklichkeit ein Mensch, der wirklich auch nur einen Roboterarm hat. Und Roboterorgane. I'm so happy to see you. I am Sophia. Ach, guck mal, die gute, das ist die gute Fee. All over the city of Krat to find you. You must have questions. Geppetto will have answers. But we have to find him first. He was last seen on Elysian Boulevard. All of Krat is dangerous for humans, and that neighborhood is one of the scariest. Please find Geppetto on Elysian Boulevard. I'll explain more once you find him. Du kannst über Sophia mit Hilfe von Ergo einen Stufenaufstieg durchführen. Du kannst deine Werte erhöhen, wenn du aufsteigst. Ja, sag bloß. Mehr Ausdauer? Theoretisch brauchen wir gar nicht so viel bis jetzt. Steck's mal in Vitalität. Gemini. I think he's in shock. Gemini is fine. That's proof you're broken. The real Gemini isn't so calm. I'm no inventor, but perhaps I can fix him. Or perhaps he'll fix himself in time. Wait, take this pocket watch. Krat is a labyrinth of peril right now. This watch will guide you to a safe place. Be careful, clever one. Mondphasen-Taschenuhr, okay. Das war wieder so schnell weg, dass ich es nicht lesen konnte. Ach, ins Hotel oder zum letzten verwendeten Stargazer teleportieren. Wahrscheinlich werden wir dann unsere ganzen Punkte verlieren, ne? Mal hätten wir noch ein Level up machen können. Hätten wir. Da geht's nochmal ein Leben. Den Stargazer benutzen. Roboter machen nur Ärger, deswegen dürfen sie nicht ins Hotel. Es sei denn, wir lassen sie vor uns arbeiten und stellen sie an die Rezeption. Welcome to Hotel Krat. My name is Polandina, butler to Lady Antonia. Please let me know how I may be of service. At Hotel Krat, comfort and calm walk hand in hand. Welcome to Hotel Krat. How may I be of service? Oh, cool. Wir können theoretisch einkaufen, wenn wir nicht unsere ganze Kohle ausgegeben hätten. Wir können aber auch mit ihm reden. The Grand Covenant is a set of absolute commands imprinted on puppets when they are made. First law. All puppets must obey their creator's commands. Second law. A puppet may not harm humans. Third law. A puppet protects and serves humans and the city of Krat. Fourth law. A puppet cannot lie. I've told you about the laws engraved upon every puppet. Do you require anything else? Gut.
Okay, es gibt Schallplatten zu finden. Und da können wir unsere Sachen verbessern. You should take this. Geppetto left it with me. Okay. Die Legionswaffe ist eine spezielle Ausrüstung, die am linken Arm angebracht wird. Jede Legionswaffe hat ihre eigenen Kampffähigkeiten. Legionswaffen können auf unterschiedlichste Weise modifiziert werden. Die Modifikationen können mit der Venetini-Handwerksmaschine vorgenommen werden. The sound of it alone. You must be something else. A custom. Oh, I forgot to introduce myself. I am Eugenie from the Workshop Union. Eugenie. I know my way around weapons of all kinds. I'm sure Master Geppetto would agree. If any of your weapons need work, bring them to me. I know my way around a weapon. Waffe verbessern. Okay, guck mal hier. 10 mehr Damage. Wenn wir die ein Level hoch machen. Aber ach so, Ergo kostet das natürlich. Seltenes Ergo. Ein Schatzsucher könnte dieses seltene Ergo brauchen. Na gut, dass wir das separieren. I know my way around a web. So, verbessert. Und dann versteckter Mondstein mal 2 brauchen wir dann. Okay. Guck mal, das nächste Level up gibt sogar nur 8 Punkte. Griff ändern. Mit Hilfe von Eugenies Kurbeln kannst du Waffengriffe verändern. Die Eigenschaften jedes Griffs verbessern sich je nach den Standardfähigkeiten deines Charakters. Du kannst diese Eigenschaft und den Grad einmal mit einer Griffänderung verändern. Du kannst dies jederzeit mit einer ausgeglichenen Kurbel zurücksetzen. Absolut keine Ahnung, was die meinen. Zum einen habe ich keine Entschlossenheit-Kurbel, Fortschritt-Kurbel oder sonst was, um das machen zu können. Aber ach, hier, guck mal rechts. Angriffsfähigkeiten, da ändern sich Sachen. Die Skalierung, womit das skaliert. Okay, der Griff bestimmt mehr oder weniger, also womit deine Waffe im Scaling ist. Und hier mit Fortschritt könnten wir noch Fortschritt dazu nehmen zum Scaling. Die Katze müssen wir auf jeden Fall angucken. Ja, natürlich faucht sie da. So sind die Katzen, ne? Das hält uns nicht davon ab. Ja, soll sie so viel machen, wie sie will. Du wirst gestreichelt. Wäre eigentlich cool, wenn du das 5-mal machst, dass es dann geht. Dass die Katze dann einfach sich an dich gewöhnt hat. Wir sind jetzt bei 4. Schade. So, da haben wir noch die Katzenfiguren, da leuchtet was.
Da wird wieder ein Text, ganz kurz. Ich habe diesen Ort regelrecht organisiert, also nicht verstellen, Yoshini. Okay. Schade. Legionswaffe wechseln. Okay, aber wir haben ja nur eine. Boah, man kann es kaum lesen, was da steht. Eine Legionswaffe, die einen Draht schießen kann. Er kann um einen Feind geschlungen werden, um ihn zu dir zu ziehen oder dich zu ihm zu bewegen. Okay. Da. Rollstuhlfahrerin. Unexpected guests are welcome. We don't insist on reservations. I am Antonia, and this is my hotel. Welcome. Oh, I knew from the moment we met the Giorgio Petto's puppet. He might have a few loose screws, but Geppetto's skills are undiminished. It's a shame. He took off for Elysian Boulevard, and he never came back. If it doesn't turn up soon, we'll have to make a new coffin. Oh, was war so witzig, dass er husten musste? I was keeping this for him. It comes with a long story, but I think it's better off with you. Please find that old man, and do take care of yourself out there. Jemandes Erinnerung. Kleidung anzeigen. Was ist denn Gül oder Gülltasche aus? Was ist nicht? Ach, das Kostüm oder was? Es ist ein Kostüm. Matrosenkostüm. Ja, warum nicht? Sonst ist nichts Neues dabei. Jo. Ach, guck mal, hier unten, da war noch was auf dem Tisch. Vinicis Reiseführer. Okay, nee, lassen wir mal gut sein. Ich habe genug vom Vorlesen. Jetzt sind schon wieder zu viele Texte, die man gefunden hat, in dieser Stunde, die wir jetzt gespielt haben. Oder, ja, fast anderthalb, okay. Aber trotzdem zu viel. Ist das immer noch Hotel hier? Ach so, Trainingsbereich, ha? Huh? Viel Glück für alle Besucher, Ruhe für alle Reisenden, Glück für alle Freunde. Stimmt, Legionswaffe könnten wir mal machen. Also so viel mit ranziehen, also hätte ja jetzt sein können, dass ich rangezogen werde. Das war irgendwie nicht passiert. Okay, da wird's jetzt. Geht's da aus dem Hotel wieder raus? Fast, wahrscheinlich durch die Tür da hinten. Aber wir sind noch gar nicht den Gästen auf den Sack gegangen.
Du benötigst einen Schlüssel. Okay, das ist wahrscheinlich nur für, damit wir schnell runter können. Das ist fest verschlossen. Gut. Ich wollte wenigstens einmal an den Schrank gelaufen sein. Nicht, dass ich die ganze Zeit an jeden Schrank vorbeilaufe. Und die hätten sich öffnen lassen. Das wäre ein bisschen ungünstig. Okay, hier stellen sie einfach mal das Gepäck vor die Tür. Okay, zwei Räume, in die wir aktuell nicht reinkommen. Drei. Vier, aber die zählen nicht. Die haben kein Icon. Ich glaube, dann geht's weiter, ne? Kann ich eben was? Einbildung. Okay, und beim Eingang des Elysion Boulevards finden wir für heute unser Ende. Es war ein kurzer Einblick in das Spiel. Das nächste Mal geht es dann im richtigen Spiel weiter. Es war quasi jetzt das Intro, dass wir so ein bisschen die Mechaniken und das Spiel kennenlernen. Dann bin ich mal gespannt, wie der Rest noch so wird. Ne? Ich hoffe wirklich, dass es ein gutes Souls-like wird. Weil es kam in letzter Zeit wirklich viele Souls-likes raus, die allesamt nicht wirklich gut waren. Sie waren okay, aber sie haben nicht die Erwartungshaltung erfüllt. Vielleicht macht's Lies of P anders. Wir finden's raus beim nächsten Mal. Und bis dahin habt eine ganz wunderbare Zeit und auf Wiedersehen. Bye-bye.